unnötigen Anglizismen, die sich wie Viren in die deutsche Sprache einschleichen. Spellchecker, auf Deutsch genauso hilfreich und an jedem PC zu finden als Rechtschreibkontrolle oder Korrekturprogramm. Das gibt's eigentlich für alle großen Sprachen, demnächst aber auch fürs Luxemburgische. Bernd Bertram über ein Computerprogramm, das nach Wintersport klingt. Jérôme Lulling, Pierre Moussel und Yannick Durand. Drei junge Wissenschaftler in Luxemburg. Für das Forschungszentrum Gabriel Lippmann haben sie ihre Muttersprache fit gemacht für den Computer. Einige Lexika sind auf dem Markt, aber ein offizieller luxemburgischer Duden ist noch in Arbeit. Und unsere drei arbeiten daran mit. Aber zunächst haben sie den luxemburgischen Wortschatz aus anderen Gründen gespeichert. Jérôme Lulling hatte das Manuskript eines Krimis, die heilige Macht zu korrigieren. Schwerstarbeit. Das waren insgesamt 184 Seiten. Problem war aber, da waren mächtig viele Fehler drin. Also ich schätze mal so um die 60 pro Seite, also locker mal 10.000 Fehler, die es da zu verbessern galt. Und da ist mir natürlich die Idee gekommen, ja, wieso hat man keinen Spellchecker? Das würde dem Autor dann das Leben erleichtern und selbstverständlich dann auch dem Korrekturleser. Den fertigen Text überprüft der PC auf Tippfehler und bietet die richtige Schreibweise an. Das Projekt heißt wie der bekannte Wintersportort Cortina. Das ist aber nur die Abkürzung für die französische Bezeichnung des Korrekturprogramms. In letzter Zeit wird tatsächlich immer mehr luxemburgisch geschrieben. Es gibt erstens mal immer mehr Bücher, die auf luxemburgisch geschrieben auf den Markt kommen. Und dann auch durch die neuen Medien, Internet, Web und so weiter, kann man feststellen, dass es auch immer mehr Jugendliche gibt, die sich der luxemburgischen Sprache benutzen. Etwa 80.000 Wörter haben die Wissenschaftler bisher gesammelt. Doppelt so viel sollen es werden. Aber Letzeburgisch hat seine Tücken. Da kann man Fußball zum Beispiel anführen. Fußball kann man auf Luxemburgisch Football sagen. Also das wäre dann das englische Wort, das übernommen wurde. Man kann auch Fußball sagen. Das wäre dann die luxemburgische Variante davon. Aber viele Luxemburger benutzen auch das Wort Fußball. Man sieht also, für einen und denselben Begriff gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Erstens mal, um das sprachlich zu benutzen. Und das muss man dann auch irgendwie in der Schriftsprache wiederfinden. Die meisten Luxemburger schreiben bisher Deutsch oder Französisch. Katrin Zehren aus Bellevaux zum Beispiel. Inzwischen beliefert sie verschiedene Zeitungen und den örtlichen Kulturverein immer häufiger mit Texten in Letzeburgisch. Dank Cortina. Ja, das klappt tatsächlich. Ich habe es lange nicht gewusst, bis ein Freund mich darauf aufmerksam gemacht hat. Ich habe da eine Korrektur von einer Festbroschüre gemacht. Und da ging es um Luxemburger Texte, da hatte ich ziemlich Schwierigkeiten. Wir hatten das nämlich nicht in der Schule gelernt. Und Deutsch und Französisch liegt uns einfach mehr zum Schreiben. Und dann hat er mir die Adresse auf Internet durchgegeben und ich habe es probiert. Und das klappt tatsächlich. Politik und Wirtschaft bringen die Zeitungen vor allem in Deutsch oder Französisch. Letzeburgisch erobert zunehmend die Familienanzeigen. Aber auch ein kleines Land hat viele Dialekte. Ein konkretes Beispiel, das Adjektiv uns. Im Luxemburgischen gibt es Eis, es gibt auch uns und im Norden gibt es auch noch Is. Ich habe jetzt Eis und ich habe auch uns drin stehen lassen, Is allerdings nicht. Es ist eine Frage der Akzeptanz halt danach, wenn die Bevölkerung sich da nicht mit identifizieren kann mit diesem Projekt oder mit diesem Endprodukt, dann lehnen sie es einfach ab. Eine Bibliothek mit vielen Werken in der Sprache des Großherzogtums. Schöne Aussichten für das luxemburgische Selbstwertgefühl. Cortina kann dabei helfen. Ein klein wenig. Die Elsässer.